auf dem ersten Platz nach dem Fahrer-Titel mit einer 57 und jetzt neuer Platz bei die Statue auf 50, Reichle Schmitz, Neff in der Gang mit der 2, jetzt auf Rang 3 zu finden. Spitze am Übermarkt. 7 Sekunden jetzt Abstand auf den zwei Platzierten. Reichle und Schmitz mit der Startnummer 84. Hintergang und Neff auf der 3 mit der Startnummer 2. Ja, und die 157 muss da noch aufpassen. Haben da die Startnummer 4. Reichle und Schmitz ist das. Die sind da tief dran an der Startnummer 157. Das bleibt da noch richtig, richtig spannend. Und der Startnummer 84, Reichle und Schmitz. Das ist der Kampf um Platz Nummer 1. Mit der Startnummer 81 und der Startnummer 84, Reichle und Schmitz. In der ganzen Nähe und Felder. Über und wieder. Und auch Rang 5. Nach der 5. Rennrunde unverändert die 150 Schreiber und Bayer. Die letzte Minute ist da schon am Laufen und wenn diese Minute vorüber ist, dann werden wir die letzten zwei Runden ausgelegt. Hier ist Action angesagt. So, Zeit ist abgelaufen. Wir warten auf den Führenden und dann gibt es noch 200 zu fahren. Auf den Rahmen. Seitenwagenklasse. Videobeitrag im Nachgang. So.
Servus Leute hier. Ja, unverändert an der Spitze die 84, Reichle und Schmitz, dahinter Bossert und Ziegle mit der 157. Da ist vorne alles gleich geblieben. Ja, da kommt die 84, da kommt die Spitze und die letzte Runde ist somit jetzt angebrochen bzw. eingeläutet. Noch eine Runde zu fahren hier im ersten Umlauf in der Veteranenklasse Clubsport. Reichle Schmitz an der Spitze mit der Startnummer 84, dahinter Bossert und Ziegle mit der 157. Bei 84 konnte sich da heute Morgen als erstes qualifizieren im Zeittraining. Reichle und Schmitz, das ist Manuel Abros Reichle. Und Dominik Schmitz mit der Startnummer 84. Die liegen da an der Spitze. Im ersten Wertungsgang. Also, wir sind in der letzten Runde. Und wir warten auf den Spitzenreiter. Wir warten auf die Startnummer 84. Und hier kommt die Startnummer 84, Reichle Schmitz. Und sie gewinnen diesen ersten Lauf in der Seitenwagenklasse Clubsport Veteranen. Startnummer 157, Bossert Ziegle auf Platz 3, die Startnummer 2 in der Netz aus der Schweiz. Und im Moment müsste auch. So, wer mehr sehen will, der abonniert einfach kostenfrei den Kanal. Ich mache hier nebenher wieder Aufnahmen. Nächste Woche geht es mal an die Produktion. Ja, der Sternzerstörer kündigt schon wieder an, es gibt bald was Neues von ihm. Auf Rang 7 die Startnummer 66, Ruth Schneider und Beste Schopfheimer, die Startnummer 8 mit der Startnummer 58, Julius und Veronika Reimann.
gibt nichts Neues von der Suche. Es gibt keine Suche mehr. Der Herr Schneider hat sich verabschiedet. Ziemlich negativer Unterton. Er hat Migräne und macht nicht mehr weiter. Seitens von Herrn Schneider nicht mehr. Und ich darf auch eine weitere Veranstaltung aufmerksam machen an das Motocross. Vielleicht geht er mal der Sternenzerstörer mit auf die Suche und sucht nach den alten Koordinaten nach. Er hat da so eine besondere Taktik. Mehr dazu in einem anderen Video. Ich verabschiede mich hier und weitere Videos folgen dann. Max Nagel wird auch in Muri starten. Fix Montag.